Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einem ganz besonderen BZ-Talk, heute mit großer Runde, hier aus dem Pressehaus in der Lörracher Straße. Seit knapp 11 Monaten ist Krieg in der Ukraine. Ende Februar hat Russland das Nachbarland angegriffen. Die Kämpfe toben nach wie vor in vielen Städten des Landes, es gibt Angriffe. Wir haben erst diese Woche den Vizebürgermeister aus Lviv, Lemberg, hier in Freiburg gehabt. Auch Lemberg ist angegriffen worden. Es gibt Stromprobleme, Wärmeprobleme. Es gibt aber auch viel Hilfe und Unterstützung, auch aus Freiburg. Viele Hilfstransporte von der Stadt, von privaten Organisationen, aber vor allen Dingen auch von der Evangelischen Stadtmission und das Einlädele sind in die Ukraine gefahren. Allein die Stadtmission hat rund 60 LKWs, also mehr als ein LKW pro Woche, in die Ukraine geschickt und es wurde viel gespendet, aber die Hilfsgüter müssen eben auch in die Ukraine kommen, sie müssen dorthin gefahren werden, sie müssen verteilt werden, die Menschen dort, die Flüchtlinge müssen auch betreut werden, die Bewohner dort. Und ich habe jetzt hier 4 Menschen, die aus dem Umfeld der Stadtmission, die teils seit Kriegsanfang sich engagiert haben, Hilfstransporte gefahren haben, viel Engagement gezeigt haben, vor allem auch viel Mut. Auch viel Risiko auf sich genommen haben. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich darf unsere Gäste vorstellen. Einmal hier direkt neben mir, Ina Prokopchuk, die selbst bis November, glaube ich, in der Ukraine war, dort für die Stadtmission gearbeitet hat. Sie ist Pädagogin, hat verschiedene Projekte betreut, ein Kinderprojekt in Schüttermier unter anderem, hat Freiwilligendienst gemanagt und hat die Flucht des Vaterhauses, des nach Freiburg übersiedelten Kinderheimes, mitorganisiert. Und sie war zwischendurch auch noch in der Ukraine, wird uns über ihre Erfahrungen berichten. Und sie wird uns heute auch als Dolmetscherin zur Verfügung stehen für Juri Lanowiuk. Herr Lanowiuk ist Pharmazeut. Er lebt seit April jetzt in Freiburg, ist mit seiner Familie. Hat eben zu Hause als Pharmazeut gearbeitet, hat auch Pflegekinder betreut, zusammen eben in dieser Organisation vom Einlädenle. Und er ist ehrenamtlicher Pastor in der Ukraine. Und er hat jetzt eben auch Hilfstransporte gefahren ins Kriegsgebiet hinein. Dafür wird er uns gleich berichten. Ich begrüße auch Herr Valentin Linewitsch. Er ist Physiker und Pastor aus Lörrach, er lebt schon länger in Deutschland und er ist beim Einlädele als Mitarbeiter engagiert seit über 20 Jahren und er hat auch Projekte in der Ukraine betreut und hat eben jetzt auch Hilfstransporte mitgefahren und wird uns auch gleich erzählen. Und wir begrüßen auch Nadja Rüde, Allround-Organisatorin bei der Stadtmission. Sie waren auch vielfältig engagiert, haben unter anderem Flüchtlingscamps, die wir alle ja aus dem Fernsehen kennen, an der polnisch-ukrainischen Grenze mit aufgebaut und betreut. Und sie werden uns gleich berichten, was sie erlebt haben. Ja, spannende, schwierige Zeiten, vor allen Dingen die Nachrichten, die wir in den letzten Tagen sind ja nicht so gut, die wir aus der Ukraine bekommen. Wir hatten eben diese Woche den Bürgermeister da aus Lviv, der uns erzählt hat von den Problemen, vor allem Stromversorgung, selbst in Lviv, was ja weit weg von den Kampfhandlungen liegt, nur 12 Stunden Strom am Tag. Schwierige Situation für die Menschen, die Freiburg liefert Stromgeneratoren, was dringend gebraucht wird. Herr Linewitsch, Sie waren jetzt gerade an Weihnachten in der Ukraine, vielleicht einfach mal Ihr Update. Wo waren Sie und wie sieht es dort aus? Ja, vielen Dank. Ich will jetzt vor allem allen Menschen alles Gute in diesem Jahr wünschen und mich ganz herzlich bedanken für jede Hilfe, die meinem Lande oder meinem Volk zugutekommt. Ich war jetzt über Weihnachten ja in der Ukraine. Ich war im Kiew-Gebiet und dann habe ich mich entschieden, auch ein bisschen weiterzufahren. Vorletzte Reise war ich in Cherson, wo es auch sehr unruhig ist und wo viele, viele Dörfer ganz zerstört sind. Und diesmal war ich in der Nähe von Bachmut. Ich war in der Stadt, die Seversk heißt und Serebranka. Da sieht man dort schon Lysychansk von dieser Ortschaft. Wir waren dort bei diesen Menschen,
Wir haben diese ganze Elend mitgespürt, miterlebt. Wir versuchten, Menschen zu evakuieren. Es ist wirklich ein anderes Leben, andere Gefühle. Und du musst wirklich bereit sein, auch das Leben zu verlassen, weil überall sind Explosionen und es ist nicht einfach. Deswegen danke ich, dass ich etwas immer dabei habe, dass ich etwas verteilen kann, dass man Menschen Mut schenken kann, sie sehen, dass wir kommen, dass wir helfen, dass wir dabei sind, dass wir mitfühlen und so können sie auch dort weiterleben und weiter etwas machen. Sie sagen, Sie waren in der Nähe von Bachmut, ist ja sehr in der Nähe vom Donetsk-Gebiet. Es hat hart umkämpft im Moment, ja, Mitte die schwierigste Front, glaube ich. Sie haben da noch Menschen getroffen? Man glaubt ja, die sind möglicherweise alle schon in sicherere Gebiete, in Anführungszeichen, geflohen. Warum bleiben die Menschen da so nah an der Front? Ja, es ist so, sie haben keine andere Möglichkeit, irgendwo zu leben. Sie sagen, wenn wir jetzt für ein paar Monate zum Beispiel jetzt ausreisen, da fehlt uns nachher Mittel, damit wir da weiterleben und wieder, wenn wir zurückkommen, dann vielleicht bleibt unser Haus nicht mehr ganz. Also sie haben einfach Angst um ihre Existenz, Unsicherheit und da sitzen sie in den Kellern. Und ohne Wasser, ohne Brot, es ist wirklich alles sehr, sehr hart. Und Sie sagen, Sie waren an Weihnachten da. Konnte man da irgendwie überhaupt Weihnachten feiern? Oder gibt es überhaupt so etwas wie ein Stück weit normales Leben noch so nah an der Front? Ja, es ist, wir versuchten den Menschen zu zeigen, wieso wir da sind. Es war auch mein Thema. Ich habe erzählt, ich bin ein Christ. Gott hat uns ein großes Geschenk gegeben, seinen Sohn. Und wir wollen euch kleine Geschenke geben. Wir wollen euch ein bisschen auch zeigen, was uns treibt, wieso wir da sind, was alles tun wir. Und in dem Sinne, meistens feiert man dort am 7., weil das genau. Land jetzt orthodox ist. Die am 25. feiern meistens die Protestanten. Mhm. Und doch Menschen versuchen, etwas zu schmücken, etwas Gutes vorbereiten zum Essen, zum Kochen. Man feiert trotzdem. Wenn Sie so nah jetzt an den Kriegs, an der Front waren, was sagen Ihre Angehörigen, was sagen Ihre Freunde, wenn Sie da losfahren? Sie sind ja jetzt nicht in sichere Gebiete gefahren, sondern da, wo es wirklich brandgefährlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt geholfen, dass nach Lorach aus Bucha-Gebiet 140 Menschen gekommen sind. Ich habe geholfen, dass sie untergebracht wurden. Und meine Frau fragt mich oft, die Hälfte von Bucha ist in Lörrach. Wieso fährst du in die Ukraine? Es ist wirklich eine gute Frage. Und wenn ich jetzt in Kriegsgebiet fahre, dann erzähle ich nicht einmal meine Familie, weil ich weiß, dass ich tabu bekomme. Und trotzdem fahre ich hin, damit ich wirklich diesen Menschen zeige, wir sind zusammen, wir sind bereit zu helfen. Ihr seid dort nicht alleine, ihr müsst nicht alleine leiden. Frau Prokopchuk, Sie waren eben im Umfeld vom Vaterhaus, dem Kinderheim, das ja, wenn wir nochmal zurückspringen, ganz an den Anfang des Krieges, das schon am ersten Tageslager, glaube ich, in der Nähe von Flughäfen, Flugplätzen, Militärflugplätzen, die früh bombardiert worden sind in der ersten Nacht. Und deswegen hat man ja entschieden, dass die Kinder in Sicherheit gebracht werden. Und Sie waren ja sozusagen die ersten Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind, die ersten, die in Freiburg angekommen sind, 170 Kinder damals. Sie waren in der Ukraine dabei. Wie haben Sie das erlebt, den Anfang des Krieges, als dann plötzlich quasi von einer Stunde auf die anderen ihre Kinder dann auf die Reise geschickt wurden? Also zu dem Zeitpunkt, als der Krieg begonnen hat, war ich in Deutschland. Okay. Und mir wurde eben gesagt, wir evakuieren jetzt die Kinder. Und seit dem Moment hat ein ganz anderes Leben begonnen. Also ich glaube, von dem Moment an, wo die Kinder geflohen sind, habe ich fast 2 Monate lang keinen einzigen freien Tag gehabt, weil eben so viel zu tun war. Aber gleichzeitig hat keiner darüber nachgedacht, weil es eben um Menschenleben ging, es ging um Kinderleben und darum, dass man etwas wenigstens tun kann, den Menschen dort zu helfen.
Es ist aber wirklich wichtig, auch zu sehen, wie die Kinder sich in dieser Zeit verändert haben. Wenn man daran denkt, das sind Kinderheimkinder, das sind Kinder, die schon Traumas erlitten haben in ihrem Leben. Deswegen sind sie dort. Zu tragen. Genau, und dazu ist jetzt eben noch das Trauma des Krieges dazugekommen. Man sieht, wie die Kinder damit versuchen umzugehen. Man sieht, wie die Kinder versuchen, das zu verarbeiten, jeder auf seine Weise. Und es tut immer noch weh, außer dass natürlich dort Krieg ist. Es tut weh, einfach zu sehen, dass diesen Kindern wirklich ein Stück ihres Lebens komplett zerstört wurde und dass sie jetzt einfach aufgrund des Krieges ihre Kindheit sich komplett verändert hat und sie jetzt hier sein müssen. Und das Kinderheim war dann leer in Kiew. Jetzt ist es schon wieder voll, haben wir diese Woche gehört. Es sind schon wieder andere Kinder aus den Kriegsgebieten dort. Also das ist unvorstellbar eigentlich. Ne? Man hat eigentlich 170 in Sicherheit gebracht. Jetzt sind wir sicher genauso viel dort wieder. Was wissen Sie da oder wie erleben Sie die Situation dort vor Ort? Was wissen Sie? Vor Ort habe ich verschiedene Projekte besucht, die wir dort haben, und habe die Menschen getroffen, die sich entschieden haben, dort zu bleiben, obwohl sie die Möglichkeit hätten zu fliehen. Sie hätten die Möglichkeit, zu uns nach Deutschland zu kommen oder auch in andere Länder. Sie haben sich entschieden zu bleiben, weil sie die Not dort sehen. Und sie verstehen, dass wenn sie weggehen, wer wird dann weiterhelfen? Und das ist einfach sehr ermutigend, auch zu sehen, wie die Menschen vor Ort, trotz all der Schwierigkeiten, trotz des Stromausfalls, trotz der ganzen Attacken, die dort täglich geschehen, wie sie trotz allem weitermachen, es ihnen immer in den Kopf kommt überhaupt, hey, wir verlassen das Land. Die sagen, das ist doch gar keine Frage, also wir bleiben hier. Und das ermutigt einen wirklich, zu sehen, dass das Land nicht aufgibt, dass die Menschen, obwohl sie es selber schwierig haben in dieser Situation, anderen helfen wollen. Okay. Auch eine Frage an Frau Rüder. Sie waren, wir haben am Anfang des Kriegs war große Fluchtbewegungen aus der Ukraine raus, speziell über Lviv. Wir haben ja auch gehört diese Woche, 5 Millionen Menschen haben allein Lviv passiert auf dem Weg in andere Länder. Und dann gab es eben diese Lager, direkt Zeltlager, die direkt an der Grenze. Sie haben da mitgeholfen. Wie sind Sie da hingekommen? Was war Ihre Motivation sozusagen? Ich hatte zu Kriegsbeginn noch gar keine Verbindung zur Ukraine, aber es war das erste Mal, dass es so nah so ein Krieg stattgefunden hat und ich das Gefühl hatte, ich kann nicht nur vorm Fernseher sitzen und nicht helfen. Und bin dann sehr spontan einem Facebook-Aufruf gefolgt und nach Przemysl gefahren. Das ist in der Nähe von dem Grenzübergang Medyka, auch auf der Höhe von Lviv. Und habe ganz spontan gesagt, ich fahre am nächsten Tag mit runter und gucke einfach, was ich mithelfen kann. Habe tatsächlich so ein Zeltcamp erwartet. Und das war aber tatsächlich in einer alten Shopping Mall, in einem alten Supermarkt. Richtig, ich habe Bilder gesehen, genau, ja. Genau. Ja. Und dadurch gab es natürlich diese Möglichkeit, einfach, es war im März, es hat noch, oder Anfang April, es hat noch geschneit, es war kalt und es gab aber dadurch die Möglichkeit drin, es gab eine Küche, wo Essen ausgeteilt wurde, es gab mehrere Schlafsäle. Die Freiwilligen hatten organisiert, dass es verschiedene Tische gab, wo die Geflüchteten hinkommen konnten und sagen konnten, in welches Land sie möchten und nach Frankreich, nach Deutschland, sogar Übersee, und haben dann dort Informationen bekommen, wie sie weiterreisen können. Und das ist unglaublich, wie in so kurzer Zeit da so eine Welle an Hilfsbereitschaft kam, wirklich international Freiwillige dort waren und sich engagiert haben. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich seitdem immer wieder hingefahren bin. Wann waren Sie jetzt zuletzt? An der Grenze war ich zuletzt über Silvester. Okay. Inzwischen in einem kleineren Flüchtlingscenter. Das hat sich sehr verändert, wie wir ursprünglich angefangen haben. Das große Flüchtlingscenter hat inzwischen das Rote Kreuz übernommen. Und ich bin mit einem, den ich auch damals kennengelernt habe, der hat ein kleines Flüchtlingscenter dort aufgebaut, eine kleine Hope Shelter heißt es. Und dort haben wir Silvester dann gemeinsam mit den Geflüchteten verbracht, haben zusammen gekocht und gegessen. Das heißt, kommen immer noch Geflüchtete nach aus der Ukraine raus, die jetzt einfach in andere Länder weiterreisen wollen? Ja. Ist eigentlich kontinuierlich, also natürlich lange nicht mehr so viel wie der Ansturm am Anfang, aber es gibt immer noch kontinuierlich Geflüchtete. Wie geht es den Menschen jetzt nach so langen Monaten Krieg? Was ist so Ihr Eindruck? Ich habe schon den Eindruck, dass die Stimmung mit der Zeit, es wird immer schwieriger natürlich, also sowohl bei den Freiwilligen, die zum Teil seit Kriegsbeginn dort sind, was ich wahnsinnig beeindruckend finde, die zum Teil ihre Leben wirklich einfach auf Pause gesetzt haben und dort runtergezogen sind. Es ist, und nicht, so mehr für die Geflüchteten,
Und es ist auch sehr belastend, die Geschichten zu hören und das zu sehen und ja dann doch irgendwie nur begrenzt helfen zu können. Und gleichzeitig bin ich unglaublich beeindruckt von dem Durchhaltevermögen von den Ukrainerinnen und Ukrainern und dieser Stärke und trotzdem noch, dass die Menschen dort ankommen und ein Lächeln im Gesicht haben und Dankbarkeit zeigen, füreinander kochen, sich umeinander kümmern. Das ist sehr beeindruckend. Der Herr Landowiuk und seine Familie, sie sind ja auch quasi als Flüchtlinge, haben sie die Ukraine verlassen und sind nach Freiburg gekommen. Erstmal, wie geht es Ihnen hier? Wie leben Sie hier? Взагалі з місією Сенлейдлем ми знайомі вже більше 12 років. Ich kenne die Missionseinlädle schon mehr als 12 Jahre. Тому що в нашому містечку за кошти місії був побудований будинок, де жило три сім'ї, які виховували дітей-сиріт. Die Stadt, das Einlädle hat in unserem Städtchen hat sie ein Haus aufgebaut, in dem insgesamt drei Pflegefamilien leben konnten. Був період, що близько 30, не близько, 35 дітей проживало в цьому будинку. Da bis zu 35 Pflegekinder in diesem Haus. Also drei Familien haben 35 Kinder versorgt. Да, і ми коли вже їхали, взагалі атмосферу війни ми відчули з першого дня, тому що ми прокинулись о 5:40 від вибухів, тому що бомбили наш аеропорт. Und die Atmosphäre des Krieges haben wir gleich vom ersten Tag an mitbekommen, weil wir sind in der ersten Nacht um 5:40 aufgewacht, weil unser Flughafen dort bombardiert wurde. І я відвів свою сім'ю подалі до своїх батьків за 100 кілометрів від нашого міста. Ich habe meine Familie zu meinen Eltern gebracht, die circa sich 100 Kilometer von unserer Stadt entfernt befunden haben. Це було дуже несподівано, ми цього не чекали, тому що ми до кінця не вірили, тому що думали, що Росія на це не піде. Und es war sehr unerwartet. Wir haben das einfach nicht erwartet, weil wir haben bis zum letzten nicht glauben können, dass Russland das wirklich tun wird. В одну мить полички магазинів стали пустими, заправки стали недоступними, банківська система недоступна, і це був повний хаос. Und in einem Moment waren einfach die ganzen Regale in den Supermärkten leer, die Tankstellen funktionierten nicht mehr, das Banksystem funktioniert mehr, es war ein absolutes Chaos. Дорога в 100 кілометрів могла займати близько декілька суток. Und eine Strecke von 100 Kilometer, für die brauchten wir teilweise ein paar Tage. Але люди допомагали один одному і не залишали. По-особливому побачив і наш народ під час цієї війни. Aber die Menschen haben einander geholfen, man hat einander nicht allein gelassen, ganz besonders unser Volk, das hat man in dieser Zeit besonders gesehen. І вже після 10-го дня війни, коли були масові бомбардування і коли бойові дії точились біля 40 кілометрів від нашого міста, Und nach den ersten 10 Tagen des Krieges, wo einfach die Attacken immer häufiger wurden und wo, es gibt Kilometer? 40. Und wo schlimme Attacken 40 Kilometer von unserem Städtchen entfernt waren. То ми прийняли рішення, що ми все-таки будемо виїжджати. Моя сім'я і ще одну сім'ю я взяв до себе в машину, і ми поїхали. Haben wir uns entschieden, dass wir jetzt trotz allem flüchten müssen. Und ich habe meine Familie und noch eine andere in mein Auto genommen und wir sind losgefahren. Дякуючи місії, ми могли отримати житло. Вони знайшли для нас житло. Ми приїхали в дуже чудову квартиру. Ми маємо дуже гарних господарів. Dank der Missionseinlädle haben wir einen Platz zum Wohnen. Sie haben uns eine sehr schöne Wohnung gefunden. Wir haben sehr gute Vermieter dort. Перших півтора місяця я свою не бачу сім'ю, тому що в мене було більше близько 18 тисяч кілометрів я наїздив машиною за півтора місяця. Die ersten anderthalb Monate habe ich von meiner Familie fast gar nicht gesehen, weil ich habe in dieser Zeit 18.000 Kilometer bewältigt. Часом це були поїздки ще з одним водієм, часом це самостійно, тому що я їхав до кордону, завозив допомогу, а звідти забирав людей. Es war verschieden. Ab und zu bin ich allein gefahren, ab und zu mit einem anderen Fahrer. Ich bin meistens zur Grenze gefahren mit humanitärer Hilfe und habe von dort aus dort Leute mitgenommen, die geflüchtet sind. Я маю п'ятеро дітей, які зараз проживають тут у Фрайбурзі. Und ich habe fünf Kinder, die sich derzeit jetzt in Freiburg befinden. Троє з них – це прийомні діти. Drei von ihnen sind eben Pflegekinder. І їх дуже дружньо прийняли і в школі, і виходять на зустріч, розуміють, і це дуже приємно, це цінно. Und sie wurden sehr freundlich aufgenommen, auch in der Schule und hier, und das schätzen wir wirklich sehr. Soll ich gerade fragen, wie es den Kindern geht, wie die angekommen sind? Sehr gut, испытать, як діти, як вони тут прибули. Ну, їм в деякій мірі краще, набагато краще, ніж в Україні, але вони хочуть в Україну. Also ich würde sagen, in einigen Dingen kann man sagen, dass es ihnen hier um einiges besser geht als in der Ukraine, aber sie möchten trotzdem zurück. Мене постійно запитують, пап, коли ми вернемось? Sie fragen ständig, Papa, wann gehen wir zurück?
Und er war dann ja noch auch im Kriegsgebiet mit Hilfstransporten. Wie hat die Familie, ich habe die gleiche Frage vor, wie hat die Familie reagiert, hier aus dem schönen, sicheren Freiburg wieder quasi sich in Lebensgefahr zu begeben? Ja, також з гуманітарною допомогою їхав в місця, де була війна. Як твоя сім'я, теж саме от питання, як йому було, як твоя сім'я на це реагувала, коли ти їхав з Фрайбурга, де небезпечно, що ти їхав в таке місце, де війна, де дуже небезпечно? Наступна моя поїздка буде завтра. Я завтра виїжджаю в Україну знову, і моя сім'я розуміє, що я їжу не на відпочинок, а для того, щоб допомогти людям, які зараз в значно гірших умовах. Morgen ist meine nächste Reise geplant. Morgen fahre ich los, wieder ins Kriegsgebiet. Und meine Familie versteht, dass ich dort nicht einfach in den Urlaub fahre. Sie verstehen, dass ich dorthin helfe, dorthin fahre, um Menschen zu helfen, die es um einiges schlimmer haben als wir. І дружина, і діти розуміють, що це потрібно для нашого народу, тому що ми в кращих умовах зараз, але є ті, хто потребує допомоги. Und meine Familie, meine Frau und meine Kinder, die verstehen, dass wir dort helfen müssen, weil diese Menschen, die leben nicht so gut wie wir es hier und sie brauchen eben unsere Hilfe. Так як ми люди віруючі, ми молимо постійно за Україну, і діти в тому числі свої кошти вони віддають на Україну. Und da wir Christen sind, beten wir beständig für die Ukraine und sogar die Kinder, die geben auch sozusagen ihr Geld, ihre Finanzen für die Ukraine auch. Haben Sie keine Angst um Ihr eigenes Leben? Ви не боїтеся своє життя? Ну, моє життя воно в Божих руках. Mein Leben ist in Gottes Händen. І я розумію, що ну, будь-яку мить можна залишити це життя. І тому довіряю Богу. Und ich weiß, dass jeden Moment mein Leben enden könnte. Deswegen vertraue ich einfach Gott. Безпосередньо війна, вона торкнулася і моєї сім'ї, тому що чоловік моєї сестри, він військовослужбовий. Und der Krieg hat unsere Familie auch sehr persönlich berührt, weil der Mann meiner Schwester, mein Schwager, er ist auch in der Armee. І він попав під обстріл, йому одірвало палець, йому роздробило руку осколками і... Ну, я розумію, що таке, тому що ми їздили його забирати в лікарню, і як це було очікувати, чи він живий, чи він не живий, тому що обстріл був дуже сильний, шансів вижити там майже не було. Bei einem Angriff wurde er auch verletzt, seine Hand wurde zerstört, seinen Finger hat er verloren und deswegen verstehe ich, was es bedeutet. Ich war dort, ich habe ihn geholt, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. Ich verstehe, wie schlimm das alles ist, denn der Angriff, dem er unterlag, der war sehr schlimm und er war wirklich in großer Lebensgefahr. І ми використовуємо будь-яку можливість. Наприклад, от зараз мій друг з війська зателефонував і каже, нам потрібно 14 спальних мішків, навіть не питай, чому, де ділись ти. Und wir versuchen jede Möglichkeit zu nutzen, zu helfen. Zum Beispiel hat mich gerade ein Freund auch von Soldaten angerufen und gesagt, hey, wir brauchen 14 Schlafsäcke. Und ich frage ihn nicht mal, hey, warum? Ja, hatte doch welche, wo sind die hin? Wir fragen sowas nicht. Я не питаю, але я розумію, що після обстрілу це все знищено. Ich frage nicht, denn ich verstehe, dass nach einem neuen Angriff ist dort einfach alles zerstört und sie brauchen wieder Neues. Und gab es auch Situationen, wo Sie am liebsten umgekehrt hätten oder umgedreht hätten? Gibt es Situationen, wo Sie einfach просто розвернутися, поїхати назад? В такі моменти ти хочеш їхати далі. Gerade in solchen Momenten muss man eigentlich weiterfahren. Gleiche Frage auch an Sie vielleicht, Herr Lünewitsch, Sie haben das auch erlebt. Gab es auch Momente, wo Sie gedacht haben, weiter fahre ich nicht? Zum Beispiel jetzt war ich in Druschkivka, das ist Donetsk-Gebiet, und wir haben geplant, dass wir dann in Kriegsgebiet, da sind nur 6 Kilometer von der Linie von der ist, und der Chauffeur hat mir gefragt, hast du Ruhe? Fährst du mit? Ich habe gesagt, klar, fahre ich mit. Irgendwie innerlich war ich so ruhig, dass ich überhaupt, ich weiß nicht, weder Angst noch so Umdenken hatte. Ich wollte nur einfach weiterhin fahren und helfen. Bis jetzt hatte ich noch nie so den Gedanken, dass ich jetzt umkehren will. Und ich auch noch mal fragen Sie, Frau Rüde, wie reagieren die Menschen auf die Hilfe aus einer ganz fernen Stadt? Jetzt gerade, wenn die LKWs aus Freiburg kommen, ganz weit weg von der Grenze. Wie ist so Ihre Erfahrung? Mit total viel Dankbarkeit. Also es ist, je länger die Zeit fortschreitet, umso mehr sogar, weil es natürlich auch wahnsinnig nachgelassen hat. So am Anfang war erstmal ein großer Schwung. Ich hatte auch jetzt den Eindruck, vor Weihnachten kam auch nochmal wirklich viel. Aber ansonsten ist natürlich dadurch, dass es sich jetzt schon so viele Monate hinzieht, ist alles, was jetzt noch kommt und jeder, der jetzt noch engagiert ist, ist dort allerherzlichst willkommen. Mhm. Und ja, da ist eine ganz große Dankbarkeit da von den Seiten. Mhm. Das wäre auch die Frage an Sie, Frau Kopczuk. Was brauchen die? Was brauchen die Menschen jetzt? Und was, wenn jetzt jemand noch spenden will, wie Sie gerade gesagt haben, was ist mehr dringend gebraucht? Also Lebensmittel, das werde ich sagen. Ich glaube,
Das wissen auch viele. Also Lebensmittel werden sie natürlich verstehen, an die Stromsituation, die sie dort haben mit der Wärme. Also wenn es um die Zivilbevölkerung geht natürlich. Mm-hmm. Einfach Dinge, die ihnen auch helfen, jetzt in der Kälte zurechtzukommen. Mm-hmm. Und ohne Strom und Wasser, was wir viel geschickt haben, ist auch eben Generatoren kommen darüber. Wie auch allein Kerzen zum Beispiel ist etwas, auch was banal klingt, aber auch wirklich auch gut gebraucht mm-hmm. wird. Aber auch eben Dinge, die warm halten, ist natürlich wichtig. Mm-hmm. Viele Menschen haben dort auch, was wir auch oft geschickt haben, sind Taschenlampen, aber eben auch Medikamente. Und wie gesagt, Lebensmittel ist, würde ich sagen, eine der Hauptdinge, die jetzt gerade völlig gebraucht wird, weil die Preise nun mal mm-hmm. auch wirklich sehr gestiegen sind und die Menschen teilweise Schwierigkeiten sogar damit haben. Mhm. Aber ich denke, da können meine Kollegen dazu sagen. Wenn Sie Medikamente ansprechen, Sie sind Pharmazeut, wie ist überhaupt die medizinische Versorgung noch möglich? Дякуючи волонтерам, дякуючи і в тому числі жителям Німеччини, ліки надходять і є чим лікувати людей, і також і наші виробники, вони також працюють на те, щоб допомагати. Dank der Ehrenamtlichen, dank auch Deutschland eben, bekommen wir Gott sei Dank Medikamente, haben wir Medikamente, mit denen wir die Menschen medizinisch versorgen können. Und auch unsere, die dort in der Ukraine eben daran arbeiten, die versuchen auch alles dafür zu tun, dass genug mm-hmm. da ist. Самими критичними це були, мабуть, перші 2-3 місяці. Die kritischsten waren höchstwahrscheinlich die ersten 2-3 Monate. Зараз часом може скластись таке враження, ніби війни немає. Jetzt hat man ab und zu ein bisschen das Gefühl, als wäre gar kein Krieg. Але насправді в Україні зараз немає безпечного місця, де ти був би в безпеці. Das stimmt nicht, denn in der Ukraine gibt es keinen einzigen Ort, an dem du außer Gefahr wärst. Тому що навіть в лікарні нас в Житомирі прилетіла ракета в будинок, там де народжують дітей. Sogar zum Beispiel in Krankenhäusern bei uns in Житомир ist eine Rakete eingeschlagen im Krankenhaus, in der Geburtsstation, dort wo Kinder zur Welt kommen. Тому зараз на даному етапі, дякуючи, ще раз кажу, допомозі і тим, що ми можемо привозити, це ситуація значно краще. Deswegen ist es derzeit so, dass aufgrund der Hilfe, die wir dorthin bringen können, der Hilfe, die wir erhalten, ist die Situation auf jeden Fall um einiges besser. Найбільш важко це було в перші дні і перші місяці тим людям, які інсулінозалежні, такі критичні ліки. І навіть місія Сейнлейдел, вона навіть літаком в Польщу відправляла ці ліки для того, щоб допомагати. І Валентин, він перевозив і швидкі допомоги, тобто те, що потрібно. Gerade in den ersten Monaten war es besonders kritisch. Und gerade solche Leute, die zum Beispiel Insulin brauchen, also Medikamente, die sehr kritisch gebraucht werden. Und da war es eben wichtig, dass viel Hilfe kam. Zum Beispiel hat das eine Händler auch ein Flugzeug dort in die Grenze geschickt, um wichtige Medikamente zu bringen. Und Valentin hat auch was zu viel dorthin gebracht. Zwei Krankenwagen hat er dorthin gebracht. Sie waren, glaube ich, auch in diese Flughilfe integriert. Ne? Okay. Ja, Krankenwagen, also alles was im Prinzip nutzt, haben Sie hier in Freiburg organisiert bekommen? Oder in Südbaden, ne? Genau. Er hat das alles organisiert, er hat wirklich sehr gute Connection. Diese Krankenwagen wurden an die Grenze dann gebracht und ich bin dann mit anderen Menschen gekommen. Wir haben sie dann über die Grenze mitgenommen und ein Krankenwagen ist direkt jetzt in Bachmut und ich bin wirklich stolz darauf, dass jetzt gerade das Auto, was von mir gebracht wurde, so, dass das jetzt wirklich dort in diesem Gebiet wirkt und hilft. In Deutschland und im Westen gibt es eine große Diskussion aktuell, dass die Hilfe verstärkt wird, auch die militärische Hilfe, eben durch Leopardpanzer, vielleicht auch durch Flugzeuge. Wie sehen Sie oder was erleben Sie von der Diskussion, die hier bei uns geführt wird, in der Ukraine mit? Wie reagieren die Menschen auf diesen Punkt der westliche Hilfe, die jetzt quasi über Lebensmittel und ihre Hilfe hinausgeht? Wird es, es ist so, ich kommuniziere auch sehr viel mit Soldaten, mit den Militärmenschen. Und sie sagen, wenn wir genügend Waffen hätten, hätten wir schon längst diese Sache beendet. Aber wir haben nicht genug, zum Beispiel die Russen schießen 10-mal und wir können nur einmal antworten. Und das ist wirklich sehr problematisch. Und klar, wenn die Ukraine mehr bekommt, dann kann man schneller Krieg beenden. Haben Sie Hoffnung fragen Sie alle, Hoffnung auf ein schnelles Ende vom Krieg oder richten Sie sich auf längere Zeit ein?
Es kommt darauf an, wie schnell die Hilfe kommt. Ich würde sagen, wenn wir genügend Hilfe bekommen, dann kann man den Krieg schnell beenden. Das ist meine Meinung. Auch das ist die Meinung von vielen Soldaten. Ja, okay. Sieht das auch? Wie sind Sie? Важко сказати стосовно того періоду закінчення війни, тому що ми кожного дня очікуємо цього закінчення. Es ist schwierig zu sagen, wann das Ende des Krieges ist. Wir erwarten es jeden Tag. Але, на жаль, я теж був в числі тих людей, які думав, що більше тижня наша країна не протримається. Aber leider war ich, habe ich auch zu den Menschen gehört, die gedacht haben, mehr als eine Woche wird unser Land nicht durchhalten können. Але, по-перше, просто в різних країнах, маючи знайомих, я чую такі слова «ми молимось за вас». Aber gerade dadurch, dass ich auch viele Freunde in verschiedenen Ländern habe, höre ich sehr oft den Satz, wir beten für euch. Und wie auch die Zeugnisse von verschiedenen Soldaten, die sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das überleben konnte. Aber natürlich haben Waffen und einfach die Bewaffnung unserer Soldaten spielt eine sehr große Rolle. Життя значно цінніше зброї. Leben ist um einiges wertvoller als Waffen. І навіть часом з тим мінімальним озброєнням вони йдуть в бій для того, щоб захищати своїх друзів і свої сім'ї. Menschen, die gehen teilweise mit der minimalen Ausrüstung, minimalen Waffen, gehen sie trotzdem in den Kampf, um ihre Familien, um ihre Freunde zu schützen. І навіть ті самі автомобілі, які для того, щоб вони були мобільнішими, часом це SUV, джипи, тобто пікапи, вони необхідні для них, і їх багато вже завезли туди. Und teilweise sind es auch eben Transportmittel, die sie brauchen. Also es sind Jeeps verschiedene oder andere Transportmittel, die dorthin gebracht werden, damit sie sich einfach fortbewegen können. Але часом життя цієї машини, так би мовити, життя, тобто її тривалість, буває один день, вона заїхала і її підбили, вона знищена. Leider ist es aber oft so, dass ein Auto, das dorthin gebracht wird, es hat eine Lebensdauer von einem Tag. Es kommt dorthin, einen Tag fährt es durch und dann wird es schon zerstört. І не через те, що хтось її не цінував, а через те, що їхали за людьми і попали під обстріл. Und nicht, weil diese Autos nicht geschätzt werden, sondern einfach ja, weil sie unterwegs waren, um Menschen zu helfen und wurden dabei eben zerstört, angegriffen. Мої друзі висилали мені такі фотографії, коли джип повністю розбитий, обстріляний, все. І одне питання, яке не за машину, а чи цілі. І в кінці він каже, але всі вижили. Und mein Freund hat mir zum Beispiel auch mal ein Foto geschickt von einem der Autos, das komplett zerstört, zerlöchert war, zerschossen. Und es war schlimm zu sehen, aber meine Frage war auch eben zuerst, was ist mit den Menschen dort? Und er konnte mir am Ende sagen, nein, die haben alle überlebt. І ви спитали ще перед цим стосовно того, чи не страшно. Ви знаєте, страх присутній кожній людині, яка живе на цій землі. Und sie haben vorhin gefragt wegen der Angst. Also ich denke, Angst hat jeder Mensch, der hier auf dieser Welt lebt. Але коли ти бачиш потребу, вона більше за твій страх. Aber wenn du die Not dort siehst, dann ist das immer größer als deine Angst. Наприклад, одна з поїздок, дякуючи тому, що місія Сенледеле дала кошти, і в Польщі я придбав на ці кошти Volkswagen Crafter, мікроавтобус. Und dank des Missions Einlädele konnten wir einen Bus in Polen kaufen, einen Crafter, einen Volkswagen Crafter. І остання поїздка в Херсон була, люди попросили привезти їм свічки і дрова для того, щоб вони могли топити. Haben mich bei meiner letzten Reise eben nach Herson Menschen gefragt, dass wir ihnen Kerzen bringen und Holz, damit sie eben heizen können. Тому що навіть якщо люди мали генератори, то 4 тижні не було взагалі світла, води, в тому числі заправки і бензину також не було, щоб на цих генераторах, щоб вони працювали. Und teilweise war es so, dass sie zwar Generatoren hatten, aber sie hatten seit 4 Wochen keinen Strom, kein Wasser, keine Wärme und natürlich haben auch keine Tankstellen funktioniert, das heißt, sie hatten auch nichts, womit sie wirklich den zum Laufen bringen konnten. А банальні ситуації, що люди живуть біля лісу. Und dann gibt es eben die banale Situation, die Menschen leben neben dem Wald. Але туди зайти вони не можуть, тому що поле заміноване. Aber sie können diesen Wald nicht betreten, weil komplett voller Minen ist. І навіть те саме місто Херсон, йому зараз достається не менше, ніж колись досталось Маріуполь, яке місто майже знищене. Und genauso Херсон sieht jetzt teilweise genauso aus, wie es Mariupol damals angegriffen wurde. Genauso Ми хотіли завести допомогу в деякі села. Als wir Hilfe bringen wollten, einige der Dörfer. Біля Херсону і на власні очі я бачив багато мін, які розкидані по полі, тому що то був склад боєприпасів. Habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, ein ganzes Feld, das voller Minen war, weil dort in der Nähe einfach ein Lager war mit Waffen. І ми хотіли туди завести допомогу, але ми на бусах ми не змогли проїхати, тому що туди можна проїхати тільки джипом. Und wir hatten nicht die Möglichkeit einfach dorthin durchzufahren, weil der einzige Weg, wo man dort hätte durchfahren können, war eben mit einem Jeep.
Деякі волонтери, на жаль, навіть підривали через те, що ставали на обочині дороги, а вона була замінована. Einige ehrenamtlich vor uns wurden leider in die Luft gesprengt, weil sie ihr Auto an Seitenstreifen dort gefahren haben und dort auf eine Mine gefahren sind. А в цій міні немає ніякої справедливості. Und diese Minen, die haben keinen Sinn für Gerechtigkeit. Trotz all dieser schlimmen Erlebnisse, schlimmen Geschichten, geht ja Ihre Hilfe weiter, gehen die Hilfstransporte weiter. Sie haben schon gesagt, Sie fahren morgen wieder. Für Sie alle ist klar, Sie bleiben dabei. Heute wird ein LKW geladen in Lörrach gerade und wird diese Ladung nach Charkow gebracht. Dort haben wir eine Station, ein Lager, wo wir die Waren aufnehmen und dann verteilen. Ständig fahren von dort Menschen Richtung Donetsk, Richtung Bachmut, Richtung Cherson. Wirklich, wir sind sehr dankbar, dass wir etwas verteilen dürfen. Und danke, dass unsere Lager nicht leer sind. Aber auch bemerkenswert, dass es so viele Menschen mit so viel Mut gibt, die auch genau dahin fahren, wo sich sicher nicht viele hintrauen. Ne? Ja, wissen Sie, mit der Zeit, wenn du dort im Lande bist, da irgendwie ist dieses Gefühl der Gefahr geht nach unten. Du hast ein Ziel und du machst alles, um das Ziel zu erreichen. Und dann die anderen Gedanken sind wirklich viel schwächer. Du fährst einfach. Einmal wurde ich in Bucha von dem Stellvertreter vom Bürgermeister gefragt, wieso bin ich da? Ich war im April schon in Bucha. Wieso bin ich da? Das ist gefährlich. Wieso machst du das? Und ich habe gesagt, mein Leben gehört Gott. Und sein Gebot ist Nächstenliebe. Und wie kann ich meine Nächsten lieben, wenn ich in Deutschland sitze? Deswegen bin ich da. Sehr beeindruckend. Bedanke ich mich bei Ihnen allen, dass Sie wünschen, drücken Ihnen die Daumen, dass es immer gut ausgeht, dass Sie viele sichere Fahrten haben, dass Sie genug Hilfsmaterial bekommen. Wir werden auch nochmal die Spendenkonten abdrucken der Stadtmission, auch der Stadt Freiburg. Und ich bedanke mich, dass Sie Zeit hatten heute, dieses sehr beeindruckende Gespräch, und wünsche Ihnen weiter alles Gute, viel Glück und Gesundheit. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank an alle.